Mein Kia wird unterstützt von der Diamant Autowelt, Ihrem Kia-Partner in Wiesbaden. Ich bin zwar jetzt außen beim Kia Pro Seat, aber das, was wir uns gleich anschauen, das ist etwas, wo ich die ganze Zeit während der Fahrt drauf schaue. Nämlich Display und Cockpit. Das ist ja einiges, was es da zu entdecken gibt noch an Einstellmöglichkeiten. Wir haben jetzt in diesem Fahrzeug hier auch das virtuelle Cockpit, also kein analoges. Und von daher gehen wir das auch mal Stück für Stück durch, was es denn da an Einstellmöglichkeiten und Funktionen zu entdecken gibt. Wir schauen uns jetzt zusammen das Cockpit des Kia Pro Seat an, brauchen dafür auch ein paar Tasten im Lenkrad, gehen das jetzt alles mal Stück für Stück durch. Ganz links haben wir natürlich den gefahrene Geschwindigkeit, die mir angezeigt wird, von 0 bis 240 geht der Tachometer. Dann auf der rechten Seite der Drehzahlmesser. Alles übrigens hier digitales Cockpit. Das gleiche gibt es natürlich auch nochmal in einer analogen Version. Aber hier haben wir, wie gesagt, in diesem Fahrzeug dieses digitale Cockpit verbaut. So, dann in der Geschwindigkeitsanzeige ganz links leuchtet übrigens auch unten ist die Benzinuhr, also wie voll ist mein Tank. Die leuchtet momentan und das heißt, gib mir bitte ein bisschen Sprit, weil der ist nämlich scheinbar hier sehr leer in dem Wagen. Sehen wir nämlich auch oben in der Anzeige Restreichweite keine mehr. Also der Wagen kommt maximal noch bis zur nächsten Tankstelle, die aber hoffentlich nur ein paar Meter entfernt ist. Dann auf der rechten Seite noch mit integriert ist die Temperaturanzeige vom Kühlwasser. Ganz unten sehen wir in der Leiste die aktuelle Außentemperatur, hier 30 Grad, dann Batterie, die fast leer ist in der Mitte und die Gesamtkilometerfahrleistung, die dieses Auto schon hinter sich hatte. Also das sind die berühmten 6, 7 oder 8 Kilometer dann immer vom Verschiffen. So, dann haben wir in der Mitte eigentlich das Interessanteste und Spannendste, was wir uns gleich noch von den Funktionen angucken. Gehen wir nochmal kurz nach ganz oben. Da hatte ich ja eben schon gesagt, die Restreichweite, die angezeigt wird und der Spurhalteassistent auf der rechten Seite, der momentan eingeschaltet wäre mit Weiß. So, bevor wir genau in die Mitte, in den Bordcomputer reingehen, gucken wir nochmal über der Außentemperatur, haben wir links noch die Anzeige, dass momentan die Parkbremse eingeschaltet ist und oben drüber eine automatische Erkennung, wenn Verkehrsschilder aufgestellt sind mit der Geschwindigkeit, die gefahren werden darf, dann würde mir das durch eine Kamera, die vorne eingebaut ist, da noch angezeigt werden. So, jetzt gehen wir aber zum Bordcomputer in der Mitte, da haben wir drei Hauptmenüs und dann mehrere Untermenüs. Fangen wir mal mit dem ersten an. Hier wäre der aktuelle Kraftstoffverbrauch, der mir angezeigt wird. Mit dieser Wippe hier bewege ich mich dann in dem einzelnen Menü weiter. Das gebe ich dann auf Informationen. Da bekomme ich angezeigt, das kann man so wie eine Art Tageskilometerzähler sehen, die gefahrene Kilometerzahl, die ich hinter mich gebracht habe. Also wenn ich irgendwann auf Null drücke, ich mache das beispielsweise, wenn ich getankt habe, dass ich dann immer weiß, okay, mit dem Tank bist du jetzt so viel Kilometer gekommen. Das wäre da in der Anzeige drin. Eins unten drunter haben wir den Durchschnittsverbrauch und die gefahrene Zeit insgesamt. Nochmal unten drunter. Dann gibt es nochmal ein Fahrtinformationssystem. Das hat die gleichen Anzeigen, funktioniert aber automatisch immer, wenn ich quasi losgefahren bin. Also es ist wie so eine Art zweiter Tageskilometerzähler, nenne ich es mal. Wenn ich also losgefahren bin und jetzt 3 Stunden am Stück fahre, würde er von der kompletten Zeit dann mir die entsprechenden Fahrtinfos da anzeigen. So, und dann noch die aktuell gefahrene Geschwindigkeit bekomme ich da angezeigt. Genau, und das sollte in dem Menü schon mal alles sein. Dann skippen wir eins weiter. Das wäre die Anzeige der Navigation. Wenn sie dann eingeschaltet ist, da bekomme ich dann entsprechende Fahrtinfos und Routeninfos dort angezeigt. Und nochmal eins weiter, wenn ich da dann hier bei dieser Wippe in der Mitte drücke, habe ich nochmal ein paar Einstellmöglichkeiten für Assistenzsysteme. Da gehen wir aber jetzt wieder direkt raus, genau, auf den Ausgang. Und das sind auch schon die drei Hauptmenüs, die ich kennen muss. Irgendwelche Warnlämpchen und ähnliches, die interessieren uns jetzt mal nicht. Eins will ich nur noch zeigen, das ist nämlich einmal die Geschwindigkeitsregelanlage. Die steuere ich, indem ich sie hier oben einschalte. Dann bekomme ich oben im Display Cruise angezeigt. Und dann kann ich hier unten drunter mit dieser Wippe die
Geschwindigkeitsregelanlage, indem ich sie einmal nach unten drücke auf Set, aktivieren mit der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit. Wenn ich sie erhöhen oder verringern möchte, dann kann ich auf Plus oder Minus drücken. Einmal kurz gedrückt geht es um 1 Kilometer rauf oder runter. Und wenn ich es lang halte, dann skippt er um 10 Stundenkilometer vor und zurück. Das Ganze kurz zurücksetzen, also dass die Geschwindigkeitsregelanlage ausgeschaltet wird, steuere ich ja hier über das Lenkrad über diesen Schalter. Wenn ich dann wieder auf die zuletzt gefahrene eingestellte Geschwindigkeit zurück will, drücke ich die Wippe nach oben auf Res und möchte ich eine neue Geschwindigkeit eindrücken, wieder auf Set. Und den adaptiven Tempomaten, den kann ich hier drüber dann nochmal einstellen mit diesem Schalter, je nachdem, wie weit mein Vordermann von mir weg sein soll. Möchte ich also ein bisschen näher ran oder ein bisschen weiter weg sein, das kann ich hier drüber nochmal steuern, wenn das entsprechend eingeschaltet ist. Genau. Die Funktion nochmal eins weiter gedrückt hier oben, dann haben wir da oben Limit stehen, das wäre der Tempolimiter. Das heißt, gerade in so 30 Kilometer Zonen finde ich das sehr praktisch, da stelle ich dann auf 1 oder 32 vielleicht ein oder auf 30 und wenn ich dann die Geschwindigkeit überschreiten würde, dann warnt er mich, Junge oder Mädel, du bist hier zu schnell, bitte langsamer fahren. Sehr praktische Funktion. Bei dem Vorgänger-Seat fand ich sogar noch ein bisschen besser gelöst. Da konnte ich aufs Gaspedal treten, so viel ich wollte. Der ist dann schlicht und ergreifend einfach nicht mehr schneller gefahren. Die Funktion gibt es jetzt hier leider nicht mehr, sondern dann nur noch eine Warnung. Und es dauert dann eine Sekunde, bis der Wagen dann durchbeschleunigt. Aber ich kann also hier, also wenn ich das wollte, dann auch schneller fahren. Das ist schade, das fand ich irgendwie vorher ein bisschen besser gelöst. Aber so ist das nun mal. In jedem Exemplar oder in jeder Folgegeneration gibt es dann auch wieder ein paar Änderungen. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Das ist also wirklich komplett alles von den Einstellungen beim Cockpit oder vom Display, je nachdem, wie man es nennen will, das Display im Cockpit vielleicht hier beim Kia ProSeat.